Einen wunderschönen guten Abend aus meinem Kraftgymnastik-Online-Gym. Meine Besuche hier auf YouTube waren in letzter Zeit spärlich besät. Ich habe das meiste hinter verschlossenen Türen abgehalten. Das heißt, es waren meistens geschlossene Gruppensessions in der Kraftgymnastik-Community. Ich will aber die Workouts trotzdem mal wieder nach außen kommunizieren. Dann könnt ihr euch die Workouts schnappen und sie für euch machen. Ihr braucht dafür ein paar Tabata-Songs oder einen Timer. Kriegt ihr auf den einschlägigen Musik-Outlets oder, naja, wie gesagt, einfach einen Timer stellen. 8 Runden, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause machen wir heute. Das ergibt dann einen 4-Minuten-Block, also 8 mal 20 plus 10. Und davon machen wir 4 Stück, sind insgesamt 16 Minuten Workout. Und das ist ein Staple in unserer Trainingswoche. Das heißt, das Ganze ist ein Ausschnitt aus dem Kraftgymnastik-Stundenplan. Ich werde versuchen, mehr davon zu teilen, aber gerade so die Online-Sessions bieten sich dafür an. Und das ist die Eigengewichtsübung. Das heißt, ihr braucht keine extra Hanteln, eine Matte oder manchmal auch, jetzt wir brauchen vielleicht mal eine gerollte Matte oder ein Klötzchen oder ein Buch für unter die Fersen. Könnt ihr schon mal Ausschau halten. Wir machen das aber nicht als Follow-Along, sondern ich erkläre es euch. Und wenn ihr wollt, schnappt ihr es euch und macht es für euch durch, bevor ich in die volle Session reinspringe. Wir fangen an als kleines Warm-up. 4 Übungen. Wir fangen ganz einfach an mit Hampelmännern. Das heißt, das ist schon eher ein Advanced Workout. Ihr müsst mindestens springen können und Grundübungen beherrschen. Wenn dem nicht so ist, meldet euch fürs Beginner-Tutorial. Wenn ihr das Ganze nicht für euch durchzieht, meldet euch, um in die Gruppensessions zu kommen. Aber jeder kann das auch für sich machen. Erste Übung Jumping Jacks, zweite Übung auf alle Viere, Knie vom Boden weg. Hier zur Seite Kick-Throughs. Aktiviert Rumpf, Koordination, Muskulatur zum Druck. Dann geht's wieder hoch. Wir machen Twist-Jumps. Bisschen Federn ist immer gut. Und dann geht es runter, um wach zu werden, Burpees. Auf den Boden und hoch. Ihr könnt ihr auch gehen. Ihr müsst ihr auch nicht springen. Findet eine Skalierung, die funktioniert. Das kann ich hier nicht so gut leisten, weil es ein One-Way-Channel ist. Das heißt, stellt gerne Fragen unten rein. Wer mehr Betreuung möchte, wer mehr Feedback oder Hilfe braucht, kommt besser in Live-Sessions oder meldet sich so mal zurück. Ansonsten habt ihr das erste zusammen mit den Jumping Jacks, den Kick-Throughs, den Twist-Jumps und den Burpees. Wir gehen in die Runde 2. Da drücken wir. Druck im Oberkörper ist immer die leichteste Bodyweight-Übung, weil wir haben ja unser Eigengewicht dabei. Also wir machen den absoluten Standard, den Liegestütz. Jeder findet dafür seine Skalierung. Irgendwann ist natürlich wünschenswert der hier. Aber ich weiß, dass es ein weiter Weg ist. Also auf dem Tisch, auf den Knien, whatever. Es gibt gute Varianten. Wir müssen nur die richtige Skalierung für jeden finden. Dann machen wir eine bisschen ausgefallenere Abwandlung im zweiten. Und zwar gehen wir auf die Unterarme. Wir gehen runter auf die Unterarme, kommen wieder vor, hoch. Geht übrigens auch in der knienden Variante. Dann haben wir ein bisschen mehr den Trizeps drin. Wichtig ist die Bauchspannung über den ganzen Bereich. Und um diese Spannung noch ein bisschen zu forcieren, gehen wir in eine Plank. Und der dritte Intervall ist ein Hold. Wir halten. Bestenfalls so auf 90 Grad. Und dann, wenn es reicht, geht es runter. Kurz ausschütteln. Und so arbeiten wir durch. Push-up Variante 1, Push-up Variante 2 und die gehaltene Variante. Somit auf 8 Intervalle kommen. Das heißt, wir hatten zweimal den Hold drin, haben 8 Minuten Training rum. Wir gehen in Block Nummer 3. Jetzt drücken wir mit den Beinen. Das ist eben ein Ausschnitt aus dem Stundenplan. Das heißt, es gibt andere Sessions, wo wir mit Kettlebells ziehen. Es gibt welche, wo wir zum Beispiel aus den Beinen mehr ziehen. Auch hier mit der Kettlebell oder einem externen Gewicht. Die Bodyweight Session bietet sich an für das Drücken und dafür, um aus den Beinen ordentlich zu drücken, kommt jetzt Buch unter die Ferse, Matte gerollt, bisschen High Heels bauen, damit wir schön aufrecht bleiben können. Ja, wir wollen nicht
Und abneigen, sondern runter und hoch. Wem das anstrengend genug ist, der macht das mit beiden Beinen und dem Körpergewicht. Ansonsten, ein Bein hinten raus, runtergehen. Als wollten wir uns die Schuhe binden, hoch, langsam runter und hoch. Wer dafür schon zu fit ist, macht die hier als einbeinige Squats. Wir machen den einbeinigen Squat rechts, dann machen wir ihn links. Und dann machen wir leichte Squat-Jumps. Leicht aufstrecken, leises Landen. Wie gesagt, ist advanced. Ansonsten geht ihr immer wieder zurück auf die geführte langsame Variante. Dann haben wir 12 Minuten gemacht und wollen noch 4 Minuten was Sinnvolles reinbringen. Legen uns auf den Boden, machen uns zum Paket, unterer Rücken angepresst und dann fangen wir mit so einem leichten Käferstrampeln an. Der Beetle. Je weiter wir aufmachen, desto schwerer wird es, hier stabil zu bleiben. Wir wollen uns nicht ins Hohlkreuz ziehen lassen, sozusagen. Und den wechseln wir ab mit dem Seitstütz. Knie sind okay, wünschenswert lange Beine, bestenfalls Walking. Unteres Bein geht, oberes Bein geht, unteres Bein geht, oberes Bein geht. Dann wieder der Käfer, Käfer Crunch. Dann die andere Seite wieder, Walking Side Planks. Dann habt ihr 4 mal 4 Minuten. Seid fast schon bereit für die Dusche und dann geht's in eure favorisierte Stretching-Übung. Hüfte-Stretchen ist immer beliebt. Wir haben hier Oberschenkel und Hüften gut belastet. Ihr könnt auch ein bisschen Schultergürtel dehnen. Vor allem das, wo ihr ein bisschen Spannung rausnehmen wollt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen Beweglichkeit dazu arbeiten wollt. Und dann seid ihr mit 20 Minuten dabei. Wir haben jetzt hier auch schon 7 Minuten. Das heißt, ich lasse euch jetzt mal trainieren und springe selbst in die Cruise Session hier rein. Bis bald. Ich versuche weiter Workouts zu teilen. Bis denn.